Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch hallo an die ganzen Neuzukömmlinge. Es sind ja doch einige mehr geworden jetzt in der letzten Zeit. The Rocket Stop Incident, ein Horrorgame, was ich diesmal auf Steam gefunden habe und nicht auf itch.io. Unsere Aufgabe ist es, mitten in der Nacht eine Autobahnraststätte am Laufen zu halten. Das heißt, sauber machen, Müll rausbringen, einfach mal ein Auge auf die Dinge haben, aber irgendwas Komisches geht vor. Und genau das ist es jetzt rauszufinden. Und ich glaube, das könnte richtig gut werden. Das Game ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber ich kenn's noch nicht wirklich. Ich habe nur die Beschreibung gelesen und dachte, das könnte euch vielleicht gefallen. Wenn euch das Video gefällt, wie immer ein positives Like, ein positives Kommentar oder ein Like nach oben. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gucken wir rein. So, dann gucken wir doch mal locker flockig, was da unsere Aufgaben sind. Vielleicht haben wir Glück und irgendwo hängt ein Arbeitsplan an der Wand. Dann müssen wir nicht suchen und dann haben wir auch schon den ersten Anhaltspunkt. Was haben wir hier? Ring Bell for Service. Ich will Service. Jo, wo kann ich kündigen? Alles klar. Ein Geld haben wir. Was haben wir hier? Please join upstairs for... okay. Oben läuft anscheinend eine Party und wir sollen nach oben gehen dafür. Hey, wir haben ein Geld. Das fängt ja schon mal gut an. Können wir hier rein? Einige Sachen erscheinen mir schon recht komisch. Die ersten Indizien sind auf jeden Fall da, dass wir hier nicht weiterarbeiten sollten. Aber gucken wir mal. Haben wir Flashlight? Nö. Noch nicht. Das obligatorische blinkende Licht darf natürlich auch nicht fehlen. Und die defekten Lichtschalter. Also nach einer Party sieht es hier ja nicht aus. Verschlossen. Wahrscheinlich brauchen wir auch irgendeine Kika. Hier geht die Fete ab. Ah, wir sind einer von den Strebern, wo keine Freunde haben. Die, wo immer zuerst kommen. Leave 3 Coins. Also für das Ding brauchen wir... Oh, und da brauchen wir auch. Kauf mich, ein Coin. Aber ich schaue uns jetzt erstmal um, bevor wir unser Geld hier gerade auf den Kopf hauen. Da. Wir kommen zu spät. Das ist es. Ist die Party schon vorbei? Happy Fancy Day from your very best friend. Goodbye. Das da unten könnte irgendein Code sein. Ah, einen schönen Leerstandstag von deinen besten Freunden. Leb wohl. Was ist denn ein Leerstandstag? Müsst ihr mir mal in die Kommentare hauen, für die, wo es wissen. Alles klar. Wir können nichts machen, aber ich möchte auch noch nichts kaufen. Oh. Die Formen. Ein Ton, eine Nachricht, noch ein zwischen den Wänden. Was soll ich jetzt damit anfangen? Das könnte ein Rätsel sein. Müssen wir uns mal merken. Ich möchte meine obligatorische Taschenlampe. So kann ich nicht arbeiten. Soll ich das schon kaufen? Nee, ich kaufe das noch nicht. Jo, aber die muss ja... Ich brauche aber was, ich sehe nichts. Kann ich sprinten? Das ist sprinten. Geschlagen 1 km/h schneller. Okay, dann gehen wir mal schauen, wo wir sonst noch hin können. Ja, da hinten ist ja alles zu dunkel. Muss das so sein oder... Warte, Moment mal schnell. Blickempfindlichkeit kann ich nur einstellen. Nicht Helligkeit. Oh, hier hängt noch ein Zettel. Ich sehe sie und sie schauen eine statische Form an. Ich sehe sie und ich möchte sie fragen, warum. Aber sie wissen nicht, dass ich es gesehen habe. Genau. Keine Ahnung, was der genommen hat. Guck mal, kommen wir hier rein? Nee. Okay, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich... Hier ist irgendwas abgerissen. Money, money, money. 2 Geld. Jetzt bin ich mal nicht so geizig und jetzt hole ich mir mal die A2. Also... Check this out. Ein Coin.
Her damit. Komm, komm, komm. Ja, ich dachte jetzt für so einen ganz kleinen Moment, dass es stecken bleibt. Diskette. Kann ich die jetzt irgendwie abspielen? Habe ich ein Inventar oder so? Ein Geld? Was kann ich... Brauchen wir nicht für die Diskette einen Computer? Oh, hier sind Lichter angegangen. Hier ist sogar offen. Hallo. Was war das denn? Keine Kassette im Inventar. Ah, mit der Kassette kannst du so Level wahrscheinlich, beziehungsweise Bereiche freischalten. We can see you. Danke. Jo, hat ein Spielautomat hier im Zimmer. Kann nichts machen. Oh. Wir sind da. Wir sind eine Familie. Einladung.exe. Okay. Welcome to Jerry's family-owned gas station, where great service and smiling faces are our number one priority. We pride ourselves on having the lowest prices and friendliest staff in the Tower Hill area. And the cleanest bathrooms, too. Just ja, zeigen wir einfach so ein Bild von der Toilette. Jerry's gas station is lovingly owned and operated by Jerry Rhodes and his hardworking family. So, come on down to Jerry's today. We will service you. Okay, hat sich voll gelohnt, das jetzt anzugucken. Kommt da was? Hätte erwartet, dass ein Jumpscare kommt. Was haben wir hier? Finde die Münzen, kaufe die Disketten, sieh dir... Ah, okay. Gut, das ist tatsächlich... Wieso kann ich das nicht scrollen oder so? Geht nicht, ne? Der lang ersehnte Leerstand... Ey, was ist ein Leerstandtag? Leerstandstag ist endlich wieder da. Und wenn der Leerstandstag kommt, veranstalten wir jede Menge lustiger Festivitäten. Ich habe ein tolles Event für alle geplant, mit Kuchen und Luftballons und sogar eine Schnitzeljagd. Für diejenigen, die mehr Spaß suchen, als sie sich je hätten vorstellen können. Die Veranstaltung findet in der Lounge statt. Ja gut, ist nur so ein Einladungszeug halt, ne? Okay, darf ich jetzt gehen? Was haben wir hier noch? Entertainment.exe. Input, Passwort brauche ich. Abfall ist... Okay. Dankeschön. Also das ist wahrscheinlich unser Hub hier irgendwie. Unsere Basis, wenn ich das richtig verstehe. Hier können wir mit den ganzen Sachen interagieren, die wir gefunden haben. Was ist das eigentlich? Wer hat da bitte so einen kleinen Kleiderschrank? Ich war zwischen den Wänden und arbeitete an einem undichten Rohr. Da war ein Riss in der Wand. Ich konnte einen Raum sehen. Ich hätte nicht hingesehen, aber da war dieses seltsame Licht, das hindurchschimmerte. Ich sah einen Gast, der fernsah, aber auf dem Bildschirm war nur eine einzige Gestalt zu sehen. Warum kann ich nicht aufhören, an diese Form zu denken? Jo, sind wir jetzt hier bei The Ring oder was? Kann ich das ausschalten? Danke. War hier nicht eben noch Licht? Oder? Nee, keine Ahnung. Boah, ist größer als ich dachte hier, ne? Oh, wir haben Coin. Jetzt brauche ich noch einen zweiten, damit ich die nächste Diskette holen kann. Ah, wir sind wieder hier, okay. Wir brauchen drei für die eine Diskette. Mhm. Was muss ich hier machen? Hä? Ich weiß es nicht. War das richtig? Was bringen denn dann aber die oberen, wenn du nur... Ach, keine Ahnung. Ja, drei Geld. Ciao, Leute. Also heute habe ich mir meinen Feierabend aber richtig verdient. B4. Ja, Coin. Hier.
Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir werden beobachtet. Na gut. Wo dürfen wir lang? Jetzt brennt hier draußen zumindest mal Licht. Ich schob den Gast zwischen die Wände. Was? Wo ich ihn beobachtet hatte. April und die Kinder schlafen noch. Ich muss das Zimmer aufräumen. Der Gast checkt erst in einer Woche aus. Also hat er jetzt einen umgebracht und zwischen die Wände geschoben? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oder das mit der Übersetzung funktioniert nicht ganz so toll. Was können wir hier eigentlich machen? Brauchen wir jetzt eigentlich noch Coins? Ja, guck mal, hier könnten wir wahrscheinlich später ausbrechen. Ich sehe halt sonst nichts. Ah, der braucht ein bisschen Anlauf, wenn er rennen will. So sieht das. Irgendwie check ich es nicht ganz. Ah, warte, wir haben ja die Diskette. Jawohl. Nummer 3. Nee, ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Okay, das war's mit dem Teppich. Ich habe Adleraugen. Der liegt ja nicht ohne Grund so dort. Aber ich würde es... Relokationsverfahren wird eingeleitet. Fertig. Na gut. Also wir haben die Diskette ja geladen. Vielleicht müssen wir... Ich könnte schwören, dass wir vorher woanders waren. Jetzt sind wir hier zwischen den Wänden, wo der eine Typ gesagt hat, er hat den einen beobachtet. Okay. Okay. Anderes Fenster, bitte. Oh, loopt das jetzt die ganze Zeit? Ich glaube schon. Und das ohne Taschenlampe. Oh, jetzt habe ich aber... Oh, da kommt 100 pro gleich irgendein Schocker oder so. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Aber da sitzt ja noch gar keiner. Hat er nicht gesagt, dass da ein Gast saß? Da. Ah, nicht klingeln vergessen. Oh, jetzt sitzt da einer. Oh, es zieht richtig an, ne? Okay, der Typ ist weg. Klingeln. Okay. Habe ich was falsch gemacht? Komm.
Okay, da dürfen wir vielleicht nicht. Ah, weil wir das Klingeln vergessen haben, deswegen. Okay. Na gut. Hallo. Ist meine Schicht jetzt fertig? Habe ich es gut gemacht? Und jetzt? NSA is watching you. Ja, aus. Ich höre was. Passiert was? Kann ich mich bewegen? Ich weiß nicht. Oh, fertig. Ja, Leute, das war auch nur eine Demo gewesen. Das war The Rocket Stop Incident. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich schaltet ihr... Warte mal, das Video kommt am Sonntag. Das nächste kommt am Mittwoch. Hoffentlich schaltet ihr wieder am Mittwoch ein. Ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Euer Nier. Schönen Abend noch und ciao.